Ich habe heute nicht so viele Erwartungen, außer dass ich hier viele neue, interessante Menschen aus Politik, aber auch aus Medien kennenlerne. Viele, die ich schon kenne, wiedersehe und einfach mal einen netten, geselligen Abend zusammen verbringen am Tag der Konstituierung. Ist immer schön. Heute Abend hoffe ich, hier mit interessanten Menschen etwas ruhiger, auch mit den eigenen Kollegen sprechen zu können und miteinander ins Gespräch über das zu kommen, was uns eint, auch über die Parteigrenzen hinweg, denn allein kann man nichts erreichen. Ich würde sagen, man muss halt miteinander im Dialog bleiben, aber auch eben die Unterschiede respektieren und auch sehen, klar, man hat unterschiedliche Vorstellungen davon, was man aus diesem Land machen will. Man nimmt ja immer nur wahr, das Negative, den Starkabtausch, der in Nachrichten kommt. Und es gehört einfach dazu, dass man sich normal mit Mitgliedern anderer Parteien, anderer Fraktionen unterhalten kann. Freunde, die wählt man nicht nach dem Parteibuch, sondern die wählt man einfach ja, nach Verbindung oder gemeinsamen Interessen aus. Ja.